Hallo und herzliches Willkommen, das ist Lukas Max, hört ein neues Video auf meinem Kanal und gerade ist der neue GTA Online DLC Trailer erschienen. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht viel Zeit. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA Universum verpassen wollt. Ich bin so gehypt, wir müssen direkt rein. So, wir sind ja schon direkt im Rockstar Newswire und wir schauen uns als allererstes den Trailer an, weil der wird bestimmt richtig nice sein. Let's go! Welcome to the LS Car Meet! Yo! Only thing we don't got is beef. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Okay. Ey, das sieht geil aus. Okay. Den Song fühle ich schon mal. Oh mein Gott, der Trailer war sehr, sehr wild. Man hat viele Autos gesehen, die man noch nicht kannte. So, das war gerade der Trailer schon mal sehr, sehr geil. Hier diese neue Frau. Hier sieht man zwei neue Autos. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns den Newswire an. Let's go. Los Santos Tuning Update kommt am 20. Juli. Bedeutet nächste Woche Dienstag, wie erwartet. Ich bin so gehypt. Tritt dem Automotiv Underground im neuesten GTA Online Update bei. Am 20. Juli erwacht die Underground Tuner-Szene in Los Santos mit dem Start von GTA Online Los Santos Tuners zum Leben. Zusätzlich zu einer Menge actiongeladener, tuning-basierter Missionen und Rennen führt dieses Update das LS Car Meet ein. Einen gigantischen gemeinsamen sozialen Raum, in dem sie und ihr geliebtes persönliches Fahrzeug sich frei unter anderen Autofans mischen können, um Rennen zu fahren und anzugeben. Ihre maßgeschneiderten Fahrzeuge und knüpfen sie sogar an Kontakte, die nach erfahrenen Fahrern und einer Chance auf leichtes Geld suchen. Sehr interessanter Text auf jeden Fall. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal ein Tuning-Treffen. Das sieht geil aus. Das sieht sehr, sehr geil aus. Hier diese ganzen Fahrzeuge, die... Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Sehen wir hier auf schnellen Blick irgendwas Besonderes? Ich denke nicht, ne? Sind halt alles richtig geile Fahrzeuge. Aber gerade nichts, was ultimativ besonders ist, deswegen ab zum nächsten Text. Das LS-Auto-Treffen. Um zu beginnen, müssen sie ein unscheinbares, mit Graffiti versehenes Lagerhaus am Rande der Stadt in Cypress Flats besuchen. Hören sie genau zu und das Geräusch der aufdrehenden Motoren könnte es verraten. Oder suchen sie es nach der Ziellinie auf der Straße draußen. Im Inneren hat das LS Car Meet eine Richtlinie, nur gute Stimmung. Okay, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Was es zu einem großartigen Ort, um die Aufmerksamkeit des Gesetzes und allerlei kleinen Trottel zu überspringen, die die Bürger des Großraums Los Santos terrorisieren wollen. Ey, das ist gut, dass sie das gemacht haben, Real Talk. Das ist sehr, sehr gut. Parken sie ihre Einstellung und ihre bewaffneten Fahrzeuge vor der Tür und teilen sie ihre Liebe zu der Autokultur mit einigen gleichgesinnten Persönlichkeiten. Hier finden sie unzählige Möglichkeiten, in das pulsierende Herz der Szene einzutauchen, wertvolle persönliche Fahrzeuge aus ihrer Sammlung zu präsentieren und oder sich die anderen anzusehen. Und dann kommt dieses Fahrzeug hier. Ich glaube, das ist der Toyota Supra MK5. Hier hinten sind auch so geile Fahrzeuge gerade am Driften. Ich bin so gespannt. Okay, LSK-Mitgliedschaft. Okay. Zu Beginn schaltest du einen neuen Ruffortschritt mit neuen Vorteilen frei, die nach jedem Level freigeschaltet werden. Außerdem erhalten sie Zugang zur Teststrecke eines großen unterirdischen Raumlager von Tuning-Treffen oder Kamit, keine Ahnung. Ich lasse das gerade alles vom Google-Übersetzer übersetzen, deswegen steht hier manchmal Müll. Auf dem sie und ihre Freunde frei fahren, driften und Rennen fahren können, ohne störende Fußgänger oder das Gesetz. Geil. Das ist Retalk geil. Auf der Teststrecke können sie auch neue Testfahrten ausprobieren. Ihre Chancen, sich hinter das Steuer eines wechselnden Auswahl an Fahrzeugen zu setzen und an ihre Grenzen zu gehen. Sehr, sehr interessant. Mitglieder können auch an das wechselnde Price Ride Herausforderungen teilnehmen, um eine besondere Price Ride zu gewinnen und Zugang zu einer Reihe besonderer Geschäfte und Funktionen zu erhalten, einschließlich des Merch Shops, des Tattoo Shops und der Modding Arena, wo sie sich präsentieren können. Deine Anpassungsfähigkeit in Echtzeit, während du an deinem Standbild arbeitest. Mitglieder mit höherer Stufe können auch eine private Übernahme mit anpassender Beleuchtung und Banner
Sonderfarben erstellen, um den Kamit-Bereich nach ihrem Geschmack zu dekorieren. Das finde ich sehr, sehr geil. Finde ich wirklich sehr, sehr geil. Wenn sie 50.000 GTA-Dollar fallen lassen, um eine LSK-Mitglied zu werden, erhalten sie noch mehrere Privilegien. Okay, sehr, sehr geil. Hier sehen wir auf jeden Fall schöne Fahrzeuge dort auch. Neue Rennen. Los Santos Customs Tuner führt innerhalb und außerhalb des Kamits neue Rennen mit jeweils eigenen Bestenlisten ein. Auf der Teststrecke können Sie an freundschaftlichen Wettbewerben teilnehmen, wie zum Beispiel Head-to-Head, bei dem Geschwindigkeit und Präzision Ihnen den nötigen Vorteil verschaffen, um Ihren Gegner in einem kurzen Rennen zu besiegen, und Scrabble, bei denen Sie bis zu 4 Spieler um 20 Checkpoints kämpfen. Zeitfahren rund um die Teststrecke geben Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fahrzeuge auf Herz und Nieren zu testen und Ihren eigenen persönlichen Rekord zu erzielen. Bis zu 30 Spieler teilen sich den Streckenbereich mit Ihnen, aber der Kontakt wird während des Wettkampfes deaktiviert und Mitglieder können allein auf privaten Teststrecken gehen. Abseits der Teststrecken und in der ganzen Stadt gibt es auch neue Rennserien für Mitglieder. Street Race Series und Verfolgungsserie. Hört sich richtig interessant an. Auch dieses Bild sieht so geil aus. Ich fühle es bisher auf jeden Fall sehr, sehr, und auch dieses Fahrzeug, Mann, einfach, oh mein Gott, ich bin so gehypt. Die Street Race Series liefert genau das, was auf der Dose steht. Knallharter Wettbewerb auf kreativen Strecken, die auf den Straßen einiger der schönsten Viertel von Los Santos gebaut wurden. Komplett mit Abkürzungen, die ebenso riskant wie belohnt werden. Die Pursuit Series bietet Fahrern ein offenes Erlebnis mit spärlich auf der Karte platzierten Checkpoints, um kreative Routen zu fördern. Schließlich treten sie gegen ihre Mitfahrer an und haben die besten LSPDs auf den Fersen. In der Zwischenzeit bietet Sprint im Freeroom eine Punkt-zu-Punkt-Herausforderung mit bis zu 3 anderen Fahrern. In einer halsbrecherischen Rennen vom LS-Kami zu verschiedenen Orten wie LSIA und zurück. Es hört sich so interessant an. Und dieses Fahrzeug hier, ich wusste, dass dieses Auto kommt. Das habe ich auch in meinem Video erwähnt. Okay, weiter. Reparatur verdienen. In der Untergrundwelt des Kamis ist Reputation ein wertvolles Gut. Verdienen Sie Rep, indem Sie an Rennen teilnehmen und gewinnen. Tägliche Login-Boni, Zeit auf der Teststrecke einplanen und sogar einfach beim Kamit abhängen. Wenn du Rep verdienst, also RP heißt es wahrscheinlich, und hier steht einfach Rep, deswegen wahrscheinlich heißt es RP. Wenn du RP verdienst, erhältst du eine Reihe von Belohnungen, um deinen Status in der Szene zu erhöhen. Dazu gehört das Freischalten des Zugangs zu allen Arten von modischer Ausrüstung, auffälligen neuen Autoanpassungsoptionen wie neue Räder, Lackierungen sowie Handelspreise für bestimmte Fahrzeuge, Zugang zu neuen Rennmodi und sogar die Möglichkeit, ihr eigenes privates Autotreffen abzuhalten. Man, das ist so geil. Das ist wirklich so geil. In der Underground-Welt der Custom Car sind Ruf und Straßenlaube wertvolle Güter. Boah, diese Fahrzeuge, Junge, die sehen so geil aus. Sheesh. Neue Fahrzeuge. Und hier zeigen sie neue Fahrzeuge. Das ist das Auto, was wir schon auf dem ersten Bild von dem DLC gesehen haben. Oh, was ist das denn? Der Karin Foto GTX. Oh, ist das geil. Scheiße, ist das geil. Ja, der NS Euro war so klar, dass der kommt. Rapid Dominator GTT. Oh, verliebt. Einfach nur verliebt. Oh mein Gott. Das sind so geile Autos. Dinka RT 3000. Ey, es wird so krass. Oh, Junge. Und das sind, glaube ich, noch lange nicht alle Fahrzeuge. Die zeigen hier gerade nur ein paar Beispiele. Ja, hier. Dinka Jesta RR. Okay, das waren alle Autos. Natürlich für dieses Update für GTA Online ein ganz neues an frischen Fahrzeuginventar bei den Händlern in Los Santos einbringen. Von Import-Tunern Autos von NS Dinka Übermacht und mehr bis hin zu dem unverfälschlichten Rapid Muske, den die Amerikaner kennen und lieben gelernt haben. Im Laufe des Sommers wird es insgesamt 17 neue Fahrzeuge geben, also Autos, von denen 10 zum Start am 20. Juli fallen. Geil.
Bedeutet, wir haben dann noch 7 Wochen lang jede Woche ein neues Auto. Fühle ich sehr, sehr hart. Wenn GTA Online später in diesem Jahr auf PS5 und Xbox Series X und S erscheint, können ausgewählte Fahrzeuge mit allen Geschwindigkeitsverbesserungen und mehr aufgerüstet werden. Die speziellen Upgrades werden nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X und S von Grand Theft Auto High verfügbar sein. Bleibt dran für mehr Details. Das hört sich jetzt ein bisschen weird an. Lassen wir einfach mal so stehen. Auch hier sieht man noch mal ein paar neue T-Shirts, neue Outfits und so weiter. Man kann anscheinend so neue Dinger machen. Du kannst dich so an Autos anlehnen, was ich sehr, sehr geil finde. Das Los Santos Community Meetup. Wenn ihr GTA Online ab sofort bis zum Start von Los Santos Custom spielt, habt ihr die Möglichkeit, einige besondere Belohnungen zu verdienen. Trefft euch einfach, indem ihr GTA Online zu jeder Zeit bis zum Start spielt, um das Los Santos Customs Tee zu erhalten und nehmt an einem beliebigen spontanen Rennen teil. Zugänglich über das Interaktionsmenü, um die Los Santos Tour Jacket zu erhalten. Geil. Spielen und besondere Belohnungen verdienen. Wenn sie im freien Modus ein Fahrzeug stehlen und erfolgreich an Los Santos Customs verkaufen, erhalten sie den Los Santos Customs Overall. Perfekt für ihren inneren Fettaffen. Fordern sie ihre Belohnung an, indem sie am oder nach dem 20. Juli das Los Santos Tuner DLC spielen. Ihre Gegenstände landen 72 Stunden nach dem Einloggen des 23. Juli in ihrer Garderobe. Sehr, sehr geil. Und mehr, bleiben Sie dran, um weitere Details zu den Los Santos Tuner DLC nächste Woche im Newswire zu erfahren. Insbesondere ein Blick auf Verträge für neue Raubüberfälle, bei denen Sie Ihre Fahrkünste zusammen mit einem bekannten Gesicht aus Music Locker auf die ultimative Probe stellen müssen. Und das war der ganze Newswire. Oh mein Gott, wie viel. Ich muss das Video so schnell wie es geht einfach hochladen. Wir schauen uns noch einmal schnell den Trailer an, weil ich den so geil finde. Got the fastest cars, trucks, bikes, all of it. Only thing we don't got is beef. You look familiar. I know you from somewhere. I just got one of them faces. Don't even worry about it. Hey, so hyped. Ich bin so hyped. 20. Juli, das wird so abgehen. Das wird so abgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.